Was kann ich tun, wenn meine Mutter sehr anstrengend ist, toxische oder narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legt? Viele erwachsene Kinder merken gar nicht, wenn sie toxische Eltern haben. Und heute zeige ich dir ein paar Punkte, wo du es erkennen kannst. Und es geht nicht darum, dass wir unsere Eltern verurteilen. Es geht darum, dass wir uns selber heilen und dass wir auf diesem Wege unsere Beziehungen, die wir jetzt mit anderen führen, verbessern können. Toxische Mütter, ich bleibe bei den Müttern. Das kann natürlich auch ein Onkel sein, es kann auch der Vater sein, es kann auch der Opa sein. Wenn du mit einer Person aufgewachsen bist, die sehr toxisch ist oder narzisstische Züge hat, dazu muss ich sagen, wir haben alle narzisstische Züge. Der eine mehr oder weniger. Natürlich wird es dann krankhaft, wenn es extrem ist. Eine narzisstische Mutter zum Beispiel fühlt in sich eine ganz, ganz große Leere und sie kann nicht unterscheiden zwischen dir und ihr. Das heißt, das, was sie fühlt, stülpt sie dir einfach über, kann aber dich als eigene Persönlichkeit gar nicht wahrnehmen. Sie kann dich mit deinen Emotionen, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Gedanken nicht wahrnehmen und nicht ernst nehmen und auch nicht respektieren. Also sie kann deine Gefühle einfach nicht respektieren. Sie kann es auch nicht respektieren, wenn du deinen eigenen Weg gehst oder an andere Gedanken hast als sie. Es muss nach ihrem Willen sein und wie gesagt, in ihr ist eine ganz, ganz große Leere und die projiziert sie dann auch auf dich. Und deshalb kann sie dich so nicht wahrnehmen, wie du bist, als eine eigene Persönlichkeit. Jetzt wiederhole ich mich wieder. Wenn du jetzt in dich reinhörst und schon das Gefühl hast, okay, ich glaube, meine Mutter ist so, wie gesagt, wir brauchen es nicht zu verurteilen. Es ist ein krankhaftes Verhalten, was dann unsere Eltern auch von ihren Eltern gelernt haben. Deswegen können sie es nicht anders weitergeben. Nur, was haben wir gelernt? Warum mache ich das Video? Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich dir sage, ey, du hast eine toxische Mutter. Will ich ja nicht beschimpfen, sondern hinschauen. Wenn wir toxische Eltern haben, wenn wir narzisstische Eltern haben, lernen wir als Kinder, dass unsere Gefühle nicht wichtig sind, dass ich nicht wichtig bin, dass ich keine Grenzen setzen darf, weil das, was sie von mir verlangt oder das, was sie denkt und fühlt, das wird einfach mir übergestülpt und ich muss es akzeptieren. Punkt aus, weil ich bin ein Niemand. Sie ist alles. Wenn wir damit aufwachsen, ziehen wir leider Partner an, die das Gleiche mit uns machen, die unsere Emotionen nicht wahrnehmen, die unsere Gefühle nicht respektieren, wo es auch keine Grenzen gibt, weil ich sie ja nicht setzen kann, weil ich es als Kind einfach nicht gelernt habe, beziehungsweise bestraft wurde, wenn ich Grenzen setzen wollte. Und oft ist es so ein unbewusstes Verhalten in einem, dass man gar nicht merkt, dass es an den Eltern liegt, die einen immer noch schlecht behandeln, psychisch schlecht behandeln, indem sie ein sehr toxisches Verhalten an den Tag legen, weil sie dich nicht respektiert, dich in deiner Persönlichkeit. Ich habe ja selber drei Kinder und sehe, wenn wir Kinder auf die Welt bringen, dass sie ihren eigenen Charakter mitbringen, ihren eigenen Weg mitbringen und der passt nicht immer zu dem, was wir denken und erwarten. Und das ist so wichtig, dass wir als Elternteil das respektieren. Wenn das nicht respektiert wurde und es wird dir mit diesem Video bewusst, dann kannst du jetzt überlegen, dich stärken. Ich bin ich. Ich habe Gefühle. Ich habe Gedanken. Auch wenn sie nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ja, manchmal tun wir auch vieles reininterpretieren, aber ich darf sie respektieren. Ich darf mich in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen respektieren. Und so wie meine Mutter mit mir umgegangen ist, das ist nicht richtig. Sie hat Fehler gemacht. Das ist jetzt wieder Urteilen, sie hat Fehler gemacht, aber sie wusste es nicht besser. Es ist nur für uns oder beziehungsweise für dich, um zu verstehen, dass wie sie dich behandelt hat, wie sie vielleicht immer noch mit dir umgeht, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Viele leiden heute noch unter ihrer Mutter, weil sie das Kind immer noch fertig macht, das erwachsene Kind. Ja, 40, 50, 60-jährige Frau wird immer noch von ihrer Mutter fertig gemacht. Und diese Beziehung, wo dann ja die Mutter so toxisch ist und dass die erwachsene Tochter halt immer noch sich klein macht, aus dem falschen Verhalten her, weil man denkt, ich muss sie respektieren, macht vieles in einem selber kaputt und auch diese Beziehungsmuster, die du mit anderen führst. Ich will mit diesem Video nicht sagen, du sollst deine Mutter respektlos behandeln, auf gar keinen Fall. Unsere Eltern sollten wir immer respektvoll behandeln, so gut es geht. Wenn du aber merkst, das sind Grenzen, die sie immer wieder überschreitet, wo sie mich immer wieder down macht, wo sie also mich immer wieder fertig macht, wo sie mich immer wieder schlechter darstellt, wo sie meine Bedürfnisse gar nicht sehen will, nicht hören will, meine Gefühle gar nicht respektiert, dass du da einen Weg für dich findest, erstmal eine Grenze setzen zu können. Und das fällt vielen schon sehr, sehr, sehr schwer, weil natürlich, wenn jemand sehr toxisch ist und sehr narzisstisch ist, will er dich weiterhin ausbeuten, unbewusst, nicht extra. Und wenn du eine Grenze setzt, dann wird es erstmal explodieren. Dann wird es erstmal vielleicht laut, dann wird es Streit geben, dann bist du schlechter dargestellt, dann bist du die Böse. Das erstmal schon alles zu wissen, dass das zum Spiel mit dazugehört. Der erste Schritt ist erstmal zu sehen, wo kann ich selber zu mir stehen, zu meinen Gefühlen.
zu meinen Gedanken. Und vielleicht hat dich deine Mutter in irgendwas reingeritten in deinem Leben. Auch da zu sehen, wo kann ich jetzt Eigenverantwortung übernehmen für mich, für meine Emotionen? Wo kann ich jetzt für mich lernen, Grenzen zu setzen? Und einfach nur mich selber ernst zu nehmen mit den Gedanken und Gefühlen, die ich bin, ohne zu erwarten, dass sie mich respektiert. Weil das wird sie nicht tun. Jemand, der toxisch ist, jemand, der sehr narzisstisch ist, wird dich nicht respektieren können. Und wir ziehen dann oft auch Partner an, die sehr sympathisch sind, die sehr nett sind, die uns um den Finger wickeln und am Ende dann wieder dieses toxische Verhalten an den Tag legen. Wenn du mit diesen Strukturen dich auseinandersetzt, wirst du das dann auch merken und dich von anderen nicht mehr vereinnahmen lassen, weil du das einfach schon durchschaust. Und das fängt da an, erstmal dich selbst wahrzunehmen und dich selbst erstmal wertzuschätzen und dich selbst zu respektieren in deinen Gefühlen, sie nicht mehr zu verleugnen. Also alles, was dich schlecht fühlen lässt, ist falsch. Wenn du das Gefühl hast, meine Mutter lässt mich jetzt wieder, dass ich mich schlecht fühle, ist es falsch. Es ist nicht die Wahrheit, was sie dir gerade sagt. Also narzisstische Persönlichkeiten, ich bin jetzt auch nicht so der Profi da drin, aber die haben eine zerbrochene Persönlichkeit. Da ist ganz viel Dunkelheit in ihnen drin. Und sobald du anfängst, dich zu verändern, selbstbewusster zu werden, zu dir zu stehen, ist es eine Gefahr für sie. Und deswegen greifen sie dich an. Also da nicht klein machen und Angst haben, sondern bei dir bleiben. Eine narzisstische Mutter kannst du als Kind nicht heilen oder ändern. Du kannst nur akzeptieren, dass sie halt so programmiert ist und dass du aber dich selbst rausziehen kannst, weil du dich weiterentwickelst und sie wahrscheinlich nicht mitziehen wird. Weil wenn du so vereinnahmt wirst und dich immer wieder klein machen musst und nicht verstanden wirst und das Gefühl hast, immer falsch zu sein, dann hat das nichts mit Liebe zu tun. Das ist keine Beziehung. Das ist keine Beziehung. Und das haben so viele gelernt. Aber wir leben das weiter in unseren Beziehungen, dass wir in einer toxischen Beziehung sind, ohne es zu merken. Und wenn ich sage toxisch, heißt das nicht, dass mein Partner ein Idiot ist, sondern dass wir beide toxische Verhaltensweisen haben, weil ich lasse sie ja zu unbewusst. Und mit diesem Video will ich dir nur das Gefühl geben, dafür ein bisschen bewusster zu werden, falls du in so etwas drin steckst, dass du nicht schuldig bist und dass du niemanden verurteilst, sondern es dir erstmal bewusst zu machen. Okay, wir sind programmiert worden von unseren Vorfahren immer und keiner macht irgendwas bewusst. Und wenn ich einen toxischen Vater oder Mutter habe und jetzt vielleicht auch sogar so einen Partner dazu passend angezogen habe, wie kann ich jetzt in mir anfangen, mich zu verändern und daran zu arbeiten? Ich biete dazu Begleitung an. Wenn du da Interesse hast, kannst du unten klicken. Das ist meine Webseite. Da können wir kostenlos telefonieren und schauen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.